Wenn ich an eine Sache glaube, dann will ich es unbedingt erreichen. Manchmal bin ich richtig ungeduldig. Also wenn ich sehe, dass ich was erreichen will und es kommt nicht so schnell, wie ich dachte. Die Finanzkrise. Das war der Moment, wo ich wirklich an die gesamte Finanzindustrie gezweifelt habe. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich den Wein widme. Und ich muss sagen, das war die beste unvernünftige Entscheidung meines Lebens. Sein Kilt, ein Stück aus Stephen Rösler Macaulays alter Heimat. Mitgenommen in die Eifel. Hier ist der Schotte heimisch geworden. Das Wetter hier ist genau wie in Schottland. Also wenn es dir nicht gefällt, dann wartest du nur 20 Minuten. Dann kriegst du was anderes. Ich mag diese raue Landschaft, das wir hier haben. Ich finde es schon eine andere Sprache zu sprechen. Also ich bin voll integriert. Also manchmal denke ich, ich bin mehr Deutsch wie Schotte irgendwie. Als eines von vier Kindern wächst er in Motherwell in der Nähe von Glasgow auf. Aber er leidet unter seinem gewalttätigen Stiefvater. Das war ziemlich böse, kann man nicht anders sagen. Also da gab es für die unsinnigsten Gründe immer wieder Prügel. Und der Mann war Alkoholiker und der war auch spielsüchtig und alles. So früh wie möglich verlässt er sein Elternhaus und wird Soldat mit 16 Jahren. Ich habe es geschafft, auszubrechen aus diesem Gebiet. Und die Armee war sehr, sehr wichtig dafür. Da war ich erstmal räumlich weg. Und dann, das war schon eine anstrengende Beruf, muss ich sagen, in der Armee. Ich war auch in Nordirland einige Male. Und man muss als britischer Soldat, kommt man schon in die Welt rum. Und ja, es ist nicht immer Urlaubsregion. 8 Jahre ist Stephen Rösler Macaulay Berufssoldat. Zuletzt im Sauerland stationiert, beendet er seine Armeelaufbahn, bleibt in Deutschland und wird Finanzberater. Das Interesse für Zahlen hatte er schon zu Armeezeiten. Mit dem richtigen Gespür für Wertpapiere ist er schnell erfolgreich. Es war natürlich ein krasser Unterschied, ne? Also Armut und alles als Kind. Und dann plötzlich habe ich gut verdient und dann kam die Finanzkrise. Und dann hatte ich, meine Kunden hatten in der schlimmsten Phase 30% Minus. Da habe ich ein bisschen selbst eine Krise bekommen, weil egal was du machst, egal welche Zielgruppe, egal welche Produkte, es kann immer noch nach hinten gehen. Und das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Bei einer beruflichen Reise ins Burgund erobert der Schotte neues Terrain. Den Wein. Zu Hause in der Nordeifel sind die Anbaugebiete Ahr, Mosel und Rhein nicht weit. Stephen Rösler Macaulay ist begeistert von der Vielfalt, die Wein zu bieten hat. In Koblenz beginnt er die Ausbildung zum Sommelier. Ich habe jahrelang überhaupt keinen Alkohol getrunken. Und für mich ist Wein, ich denke nicht an Alkohol, ich denke an Geschichten, ich denke an Regionen, ich denke an Winzer. Inzwischen ist die Expertise des 55-Jährigen im ganzen Land gefragt. Im Sommer wurde er zu einem der 50 besten Sommeliers Deutschlands gewählt. Immer wenn ich eine Gruppe Leute habe, wenn ich ein paar nette Weine aufmache und die in die Runde schmeißen, das ist irgendwie das Öl, was alles zusammenbringt irgendwie. Und ich merke immer wieder, dass die Leute einfach Spaß daran haben. Rund 100 Veranstaltungen hat er pro Jahr. Bei einer davon hat er Andrea kennengelernt. Von den Trauben, die übrig geblieben sind, die ganze Kraft, was in dieser Rebstock ist, die geht dann in weniger. Mein größter Traum ist, mit Andrea nach Neuseeland zu gehen, neue Weingüter zu sehen, besichtigen und einfach richtig Spaß mit Wein und das Land zu haben.